Guten Abend, das ist eine Folge von dem Video, was wir heute vormittags gedreht haben. Wir haben jetzt Leitungswasser 177, das ist das Leitungswasser. Wir haben unten ein Video, werden wir einblenden lassen, was ist ppm, 177 ppm, Milligramm pro Liter. Wir messen jetzt das mit diesem Gerät Redoxpotenzial, also es zeigt um die 200. Jetzt nehme ich einfach hier in dieser Schüssel, wir haben mit diesem Gerät haben wir das Wasser aufbereitet. Hier haben wir Osmosewasser reingemacht und wir sehen hier, es schnellt hoch. Das Wasser ist hier schon 260, 270. Ja? Also es wird weiter hochgehen. Ich nehme das jetzt raus. Jetzt messe ich die ppm-Zahl. Wir haben hier 8 ppm, weil wir haben hier Osmosewasser drin. Seit über 20 Jahren arbeiten wir im Bereich der Osmosewasser. Ne? Und wir haben da viele Geräte, werden wir auch in der Beschreibung reinstellen. Und jetzt nehme ich das raus. Und hier habe ich eine Gurke. Ich nehme das jetzt, ich habe davor die Hände gewaschen. Und diese Gurke hat einen ungefähr 130, 150 Redoxpotenzial. Ja? Das heißt ORP. Ja? Also, was heißt das? Alles Lebende draußen, also ich will das kurz erklären, alles Lebendige hat einen negativen Redoxpotenzial. Unser Blut, wenn eine Frau, wenn eine Mutter stillt, minus 80, Blut hat minus 80, minus 100, egal was, wenn jetzt ein Apfel auf dem Baum ist, das ist alles negativ. Das ist alles im negativen Bereich. Das ganze Lebewesen hat Gott so gemacht. Und wenn jetzt der Apfel runterfällt, nach 3-4 Stunden findet ein Oxidationsprozess statt. Das heißt, dieser negative Redox geht weg und nachher ist positiv. Das heißt, ideal für unseren Körper ist im negativen Bereich. Also am besten direkt vom Garten nehmen und essen. Am besten wie auf Teneriffa eine Banane vom Baum nehmen und so weiter. Aber wo kann man hier in Deutschland, besonders jetzt kommt Herbst und Winter, wo können wir Früchte hier sammeln? Überhaupt nicht. Und wir kaufen im Supermarkt und da ist immer minus 200, minus 3, plus 200, plus 300. Entschuldigung, ja. Und mit diesem Wasser, wir werden jetzt einen Obstsalat machen. Mit diesem Wasser können wir von 130 plus können wir das so eine Gurke in den Minusbereich verändern. Ja, also wir sehen hier, ich weiß nicht wie viel, aber ich drehe das nochmal zu mir. Also wir sehen, es geht nach unten. Wir haben ein Video, wo wir heute bei über minus 300 waren. Ne? So, 300, 400 und wir haben jetzt nicht so lange drin liegen lassen. Also wir machen auch von plus 130 machen wir minus 200 und so weiter, ja? So, also, wir haben ja minus 200 und weiter geht's. So, und jetzt mache ich Folgendes. Also, diese Gurke, die war, kann man sagen, wenn jetzt etwas im positiven Bereich ist, man kann das essen. Man sagt ja, was ist noch Lebendiges und Gutes in einer Banane? Was? Und ich tue das jetzt einfach hier rein und wir werden das in diese Schüssel. Und das wird jetzt Obst. Wir haben hier Mandarinen, also meine Hände sind gewaschen. Wir haben Blaubeere, wir haben hier einen Kaki, auch Weintrauben. Und stellt euch vor, das wird alles so sein, als ob es direkt vom Feld gesammelt ist. Als ob gerade wir diese Blaubeere gepflückt haben. Es wird im negativen Redox-Bereich sein. Und das ist gut. Und wir wollen, dass unser Körper die wertvollen Mineralien, Spurenelemente, Vitamine davon nimmt. Aber wenn die Banane nachgereift ist oder vom Baum runter ist, nach 3-4 Stunden gibt es kaum was Wertvolles. Also hier sehen Sie, in 20 Minuten können wir das alles aufessen und wir haben, und dann ist es bioverfügbar und super zum Essen für uns. Also wir werden gleich mit unserer Familie diesen Obstsalat zu uns nehmen und ich bin gespannt. Zum ersten Mal mache ich das. Nächstes Mal werde ich euch
ein Salat, also ein Gemüsesalat zeigen, wie wir das genauso machen werden, mit Gurken, Tomaten und so weiter. Teilen Sie das Video, stellen Sie uns ein Like, abonnieren Sie unseren Kanal und noch besser, kontaktieren Sie uns, damit Sie erfahren, wie Sie diese Kanne auch kostenlos bekommen können. Darunter in der Beschreibung wird es ein Video geben. Dankeschön, einen schönen Abend, alles Gute und Gottes Segen euch.